Der neue Modus Macht der Liebe hat angefangen und im heutigen Video möchte ich euch natürlich das beste Deck für den neuen Modus zeigen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, ich zeige euch direkt das Deck. So, bei dem Deck handelt es sich um dieses hier. Wir haben die Evo Feuerwerkerin, Evo Ritzer, den Schweinereiter, Feuerball, Miner, Tornado, Fischer und den Elektrogeist. Warum dieses Deck sehr, sehr gut sein wird und funktionieren wird, werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich werde auf jeden Fall 2 bis 3 Spiele machen. Ich würde euch jeden empfehlen, mindestens ein Spiel anzuschauen, damit ihr natürlich seht, dass das Deck erstens funktioniert, zweitens, wie es funktioniert. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich verpasse in Zukunft keine weiteren Videos. Likes sind natürlich auch sehr, sehr gerne gesehen. Also ein Liken wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir machen ein Spiel. Bleibt auf jeden Fall dran. Let's go. Wir setzen gleich mal die Schweinereiter auf das Herz. Setzen in meine aufs Herz und ihr seht es, der Tesla verwandelt sich direkt auf unseren hier um. So, die Skelette. Okay, sind auch unsere gewesen. So, was können wir jetzt machen? Das spielen wir von E-Spirit. E-Spirit war okay, I guess. So, wir können jetzt hier einfach den Fischer spielen. Wird auf jeden Fall King Tower auch aktivieren. Setzen mal einfach den Ritter hier rein. Setzen mal den Schweinereiter. Okay, wir kriegen ihn nicht. So, meiner kriegt ihn auch nicht, das Herz. Okay. Wir setzen mal einen Feuerball auf die. Okay, wir kriegen auf jeden Fall guten Schaden. Er hat auch guten Schaden gemacht, tatsächlich. Setzen mal hier den Fischer ein. So, Fischer ist da. Jetzt mal den Ritter. Dann setzen wir hier den Miner. Er kommt wieder komplett komisch rein, wieder an der Brücke einfach. So, setzen einfach die Crackerin hier. Er spielt ein sehr ähnliches Deck. Wir setzen mal einfach hier. Okay, war wohl nichts. Gut. So, die Luftpost kommt. Wir kriegen guten Schaden. Jetzt mal unseren Evo-Ritter hier. So, es sieht auf jeden Fall gut aus. Setzen einfach mal hier den Schweinereiter. Setzen hier den Tunnelgräber. So, Tunnelgräber ist am Start. Ja, wir haben einen guten Angriff. Setzen hier uns einfach den Ritter ein. So, alles verwandelt sich auf uns, unsere Seite. Setzen den nächsten Schweinereiter oder Fischer, okay. So, wir setzen hier... Falls den nächsten Herzen kommen, setzen wir einfach den nächsten Schweinereiter. Tunnelgräber kommt. Okay, die Herzen kommen irgendwie gerade noch nicht. Okay, setzen jetzt mal hier ein Herz. Kann ich hier dann einfach die Crackerin, war nicht gut, aber wir setzen einfach Tornado, dann kriegen wir seinen Schweinereiter, setzen einfach hier. Okay, wir haben gewonnen. Gegner hat nicht aufgepasst. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel. Let's go. So sind wir jetzt im Spiel und wir... setzen gleich den Ritter auch ein, wie er. So, einfach mal die Crackerin. Okay, ich würde jetzt nicht unbedingt die Kobolde da reinspielen, tatsächlich. Setzen mal den Schweinereiter und ich weiß nicht, warum er gerade das gemacht hat. So, sein Bombenturm wird auch umtauschen. Jetzt haben wir den Miner und er hat ein Problem. Wir haben nämlich seinen Schweinereiter. Wir holen auf jeden Fall seinen Turm. Wir können jetzt den King Tower aktivieren. So, haben jetzt auf jeden Fall den Ritter. So, die Kobel kommt zu uns, so wie sich das gehört. Ja, jetzt kann er eigentlich gefühlt nichts mehr reinspielen, außer seine Crackerin. Da setzen wir einfach jetzt den Miner. Okay. Relativ egal. So, es sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr seht es auf jeden Fall gut. Setzen wir hier den Fischer. Okay, jetzt setzen wir hier einfach den Evo-Ritter.
Okay, jetzt hat das nicht schlecht gemacht. Jetzt hat natürlich er den Evota. Okay. So, jetzt setzen wir unsere Crackern ein. Okay. Jetzt einfach mal den Miner auf das Herz. Okay. So, wir haben jetzt zwei Herzen. Scheinhalter kommt auf unsere Seite. Seine Crackerin dachte ich auch. Okay, setzen einfach mal den Schweinereiter hier. Setzen wir einfach den Evo-Ritter hier. So, nicht Evo-Ritter, aber normalen Ritter. Der Gegner hat aufgegeben. Er sieht es auch ein, dass er keine Chance hat. Setzen einfach mal hier den Miner. Ihr seht, das Game ist durch. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie auch der Fischer ist ein bisschen unnötig. Wobei es, glaube ich, kommt aufs Matchup an. Aber irgendwie finde ich den Fischer nicht so nice in dem Deck. So, wir zeigen euch noch auf jeden Fall eine Alternative für den Fischer. Ich glaube, der Fischer ist unnötig, bin ich ganz ehrlich. Fischer ist unnötig. Was könnte gut sein, um nochmal irgendwie so Ritter zu verteidigen? Irgendeine Karte auf Range würde ich noch reintun. Weil wir haben natürlich den Tornado, damit können wir zum Beispiel gegnerische Truppen auch ranziehen. Was könnte gut sein? Ich glaube, der Blastro-Kobold könnte sehr, sehr nice sein, weil ihr könnt auch auf Range nehmen. Aber ich würde sagen, das Deck ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao.